So sieht übrigens der Designertisch aus. Kleines geschnitztes Schiff. Auch nicht schlecht. Und was sind das? Brezel oder? Irgendwas mit Mohn, glaube ich. Kleine Modelle. Was ist da auf dem Heft? Eine irgendwas Essbares. Okay, der Designertisch war auch interessant. Aber zurück zu meinem Philippinen speichern. Ich wollte als letztes noch den PvP zeigen. Eigentlich sollte ich dafür mein St. Louis nehmen. Weil ich mit der noch am besten kämpfen kann. Und ich glaube, es ist ein Premium-Chef. Dieses Teil hier, dieser Kreis um die Sachen rum. Um das Zeichen rum. Bedeutet wahrscheinlich, dass es Premium-Schiffe sind. Wo ich sie her habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich frei bekommen. Also gratis bekommen. Denn ich habe kein Geld investiert in das Spiel. Aber dieser Clues ist halt besonders interessant, weil da immer irgendetwas trifft. Deshalb teste ich sie jetzt mal im PvP. Kämpfe gegen echte Spieler. Gefecht. Ich frage mich, ob auf diesen niedrigen Tierstufen überhaupt jemand kämpft. Soweit ich mich erinnere, trieben sich die meisten bei 9 und 10 herum. Die meisten Missionen sind ja ohnehin auf solche hohen Tierstufen ausgelegt. Daher, mal schauen. Irgendwas wird geladen. Also wurden wohl Spieler gefunden. Die Mitglieder. Das sind alles echte Spieler. Sollte also einiges herausfordernder sein. Die werden sich nicht einfach so treffen lassen. Und sie haben alle zig Flaggen wahrscheinlich. Zerstöre Schiffe oder erobere die Basis. Gefechtsstation. Oh, ist das Ding lahm. Zählt das als Schlachtschiff? Es ist zumindest so schnell oder so langsam wie eines. Na, der Wendekreis geht zumindest noch halbwegs. So, wichtig wäre für mich, dass ich in der Nähe der anderen bleibe. Gerade als unerfahrener Spieler im PvP. Ginge es jetzt nur gegen Bots, könnte ich es vielleicht solo versuchen. Aber, okay, was haben die alles? Haben die U-Boote? Ich glaube ja, die müssen zwei U-Boote haben. Da muss ich sehr aufpassen. Und die Flugzeugträger. Flugzeugträger von Spielern sind extrem gefährlich. Den kann man praktisch nicht ausweichen. Also ich zumindest nicht. Bei den... da ist was. Nein. Kreuzer gesichtet. Au, sage ich für ihn. Das müsste jetzt aber treffen, oder? Ja. Gegnerischer Zerstörer versenkt.
Ich habe versucht, das noch zu erwischen. Hinter der Insel. Hat nicht so ganz funktioniert. Das könnt ihr besetzen. Ja, das geht. Nicht optimal, aber es geht. So, wie sieht's aus? Ah, geht so. Ich wechsle mal auf die 2. Das müsste jetzt aber besser treffen, oder? Naja, nicht wirklich. Wieder zurück zu 1. Hm, das ging eigentlich diesmal. Fertig, jetzt rückwärts? Ja, ich glaube, die 2 bringt doch etwas mehr. Bin da ein bisschen unentschlossen. Tatsächlich. Gut, R. Problem gelöst. Das war ja meilenweit daneben. Bin ich da im Bildschirmrand? Sieht fast so aus. Okay, dann mache ich aber nicht den gleichen Fehler wie er. Hoffentlich nicht. Oh, hier ist noch einer. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wieso lädt ihr immer noch nach? Oh ja. Eins funktioniert ganz gut. Ich glaube, wir schaffen das. Läuft das? Ja, könnte wahrscheinlich ein bisschen besser sitzen, aber... Was tut man nicht alles? Oh, schön. Komm, ich hab dich gleich. Oh, ich hab dich jetzt schon. Also jemand hatte ich. Ich hatte Glück. Ich habe einiges abbekommen. Aber ich hatte Glück, dass sie sich auf andere konzentriert haben. Ich habe echt viel abbekommen. So, was sagt die Karte? Wo sind die Gegner? Ich bin da oben. Ach, hier ist noch einer. Oje, oje, oje. So, das ist dann relativ gefährlich mit den Schiffen da oben, mit den Flugzeugen da oben. Ich glaube, das sind Bomber. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich versuche ein bisschen zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gute Flugabwehr habe. Oder ob ich überhaupt Flugabwehr habe. Und wo müsste ich hin? Ich müsste dahin. Okay.
Ah, die werfen Torpedos ab. Einige von ihnen werfen Torpedos ab. Gut, und das ist die Cap-Zone. Mhm. So nimmt man die Basis ein. Also die... Oh, da hinten brennt der Wald. Die Basis einzunehmen ist halt eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Flugzeuge... Ah, da kommt er, da kommt er. Die Flugzeuge, die den Spielern gespielt werden, von den Flugzeugträgern, die sind halt extrem treffsicher. Außer natürlich, man hat jemanden, der unerfahren ist. Dann vielleicht nicht. Aber ich habe da normalerweise die Erfahrung gemacht, dass das ziemlich fähig sind. Habe ich keine Flugabwehrkanone? Ich weiß nicht, ob man es merkt, ich versuche, dem einen Schiff da hinten, dem Schlachtschiff, zur Hilfe zu kommen. Ob ich mir damit einen Gefallen tue oder ihm, das weiß ich jetzt natürlich so nicht. Aber ich denke, wenn wir beide an einer Stelle sind, können wir das Feuer gegen die Flugzeuge besser bündeln. Eventuell. Ich habe echt viel abbekommen. Da ist eine neue Lecke. Oh, hier brennt sogar was. Also, was machen die da oben jetzt? Was machen die da oben? Ganz schön viele Flugzeuge. Torpedos auf Backbord! Ich habe so einen Modus nicht, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte. Das war knapp. Da kommt schon der nächste. Naja, der ist ziemlich weit weg. Nicht wirklich eine Gefahr. Der hätte mich vorhin fast erwischt. Das hätte schmerzhaft werden können. Und links unten sieht man, wie viele Kanonen gerade schießen können. Ein Flugzeug wurde abgeschossen. 54.000 Credits. Das ist eine ganze Menge, glaube ich. Teambewertung hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Oh, geht. Ich war jetzt nicht so nutzlos. Beschädigte Module, Hauptbatterie, Sekundärbatteriegeschütze. Von der Tann. War halt ein bisschen problematisch, weil ich keine Flugabwehr hatte, scheinbar. Flugabwehr 10. Soll ich mal was anderes nehmen? Aber was? Was macht die Tiger? Das ist noch ein Unerfahren. Also ein Schiff, das ich auch noch nicht kenne. Ein Schlachtschiff. Den bin ich nicht so gut. Eigentlich nicht.
Die haben halt relativ viele... Was ist ein Luftschlag? Angriffsflugtruppe. Ja, da müsste ich mich jetzt einlesen.